So, Mahlzeit Leute, hier ist Alex. Ich habe momentan Urlaub und werde diesen Urlaub nutzen, um ein kleines Experiment durchzuführen. Und zwar möchte ich ein GTG-Training ausprobieren. Das heißt also, dass ich 2 Wochen lang jeden Tag mehrmals am Tag trainieren werde. GTG steht für Greasing the Groove und ist eine Trainingsmethode, bei der man, wie ich gerade das schon gesagt habe, über den Tag verteilt mehrere Sätze ausführt. Man macht immer nur einen Satz am Stück und sollte bei diesem Satz bei einer Intensität von ungefähr 50-80% liegen. Damit wir dann am Ende das alles auch vergleichen können, werde ich jetzt natürlich erstmal einen Ausgangstest machen. Ich werde 2 verschiedene Techniken trainieren, und zwar einmal Planche und einmal Frontlever. Das sind 2 Sachen, die ich auf jeden Fall mal verbessern muss. Ich werde als Ausgangstest und als Endtest dann den Planche und den Frontlever in One-Leg-Version mit dem angehockten Bein so ausführen, dass ich das angehockte Bein am Knie des gestreckten Beins anlege. Und wir vergleichen dann einfach die Zeiten, ob sich die verbessert haben oder welche Auswirkungen sich halt ergeben. Ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal, ne? Wir fangen mit Planche an und gehen danach zum Frontlever. Ich mache dazwischen natürlich noch eine kurze Pause, aber jetzt erstmal Planche. So, wir werden dann natürlich auch im Video sehen, wie lange das war. Jetzt kommt erstmal eine kleine Pause und nach der Pause machen wir Frontlever weiter. So, jetzt sind ungefähr 3-4 Minuten Pause um. Stelle ich die Kamera mal hier rüber, dass wir den Frontlever auch sehen können. Dann schauen wir mal, wie lange der geht. So, das ging schon mal bedeutend länger als der Planche, was ja auch kein Wunder ist. Genau, diese Übung werde ich dann einfach nach 2 Wochen Training nochmal machen. Ich werde es so aufbauen, dass ich ja alle 1,5 Stunden trainiere. Das heißt also ein Satz Planche und dann 5-6 Minuten Pause und ein Satz Frontlever. Und ja, dann halt 90 Minuten Pause und dann geht's weiter. Ich werde morgen berichten, wie das heutige Training abgelaufen ist, und bis dahin schönen Tag noch. Ciao.